Willkommen zurück bei Pulp Kitchen. Heute werden wir etwas furchtbar Einfaches machen, wieder mal Pasta. Ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich es nenne. Ich würde es einfach mal sagen, das ist so eine Art Knoblauch-Käse-Pasta. Geht wirklich ganz schnell, also ist wirklich was für etwas, wenn es schnell und einfach gehen soll. Dazu brauchen wir auch überhaupt nicht viele Zutaten. Das wäre einmal brauchen wir Basilikum, so Kirschtomaten oder Datteltomaten, ein Pizzagewürz, Chili, kann man aber auch getrocknete hernehmen, wie man möchte. Dann einen Feta-Käse, Spaghetti, kann man natürlich auch andere Nudeln hernehmen, wie man möchte. Und Knoblauch, da habe ich jetzt 13. Wer es ein bisschen intensiver möchte, natürlich mehr. Wer es nicht so intensiv möchte, ein bisschen weniger. Und das Allerwichtigste natürlich ein Bier, damit das Ganze ein bisschen mehr Spaß macht. Upsala. Hä, gehst du auf? So. Prost und genießt die Show. Die Vorbereitung ist eigentlich recht einfach, weil wir nicht viel reintun werden. Und zwar einfach nur die Knoblauchzehen schälen. Dann werden wir die Chili klein schneiden, Tomaten natürlich waschen, einen Topf mit Wasser aufstellen und den Ofen auf 200 Grad Umluft vorheizen. Das ist eigentlich alles an Vorbereitung. Das war es soweit in unseren Vorbereitungen. Jetzt nehmen wir Olivenöl und eine Auflaufform und geben hier ordentlich Olivenöl mal rein, so, dass da alles ein bisschen bedeckt ist und bauen alles zusammen. Heißt, zuerst kommt unser Käse hier einfach in die Mitte. Ja, ein Schwung Tomaten, rechts und links. So, ungefähr, jawohl. Dann geben wir unser Chili hier oben drauf. Und die Knoblauchzehen. Die pressen wir hier oben drauf. Käse drauf. So. Nehmen wir unser Pizzagewürz auf den Käse drauf, so ein bisschen drüber. Jawohl. Salz und Pfeffer. Wir dann noch nachwürzen. Jetzt wieder einen ordentlichen Schluck Olivenöl drüber. So, das schaut ganz gut aus. Und das geben wir jetzt einfach 20 Minuten lang in den vorgeheizten Ofen. 200 Grad Umluft. So, währenddem das Ganze im Ofen 20 Minuten sozusagen kocht, brät, wie auch immer. Schauen wir, wie lange unsere Spaghetti brauchen. 10 Minuten, das heißt genau in 10 Minuten werde ich dann das kochende Wasser geben. Danach raus, das Ganze wird zusammengemischt und fertig ist die ganze Geschichte. Also, das Ganze ist jetzt schon 10 Minuten drin im Ofen. Da wir gesagt haben, Kochzeit 10 Minuten, das Ganze soll 20 Minuten drin sein. Geben wir jetzt unsere Spaghetti hier rein. Man kann auch ein bisschen weniger machen. Aber wir haben Hunger, deswegen mache ich jetzt ein halbes Kilo. Gut, 20 Minuten sind vorbei. Jetzt habe ich noch ein paar Basilikumblätter gepflückt. Die tue ich einfach ganz grob schneiden. So, dass sie nur ein bisschen ungerecht sind. Das reicht. Die Nudeln habe ich jetzt abgegossen. Warten schon. Jetzt geben wir das Ganze mal hier aus dem Ofen raus. Uiuiui. Das schaut doch schon ganz gut aus. Also riechen tut schon sehr gut. Da verteilen wir jetzt einfach mal Basilikum. Und im Endeffekt werden jetzt nur noch die Nudeln dazugegeben. So. Oh, ein bisschen viel Nudeln.
egal. Und das Ganze wird jetzt schön durchgemischt. Die Tomaten ruhig ein bisschen zerdatschen. Und das hier gescheit durchmischen. Ihr seht, der Käse zerschmilzt. Gut, auf den Teller drauf. Hier so, das können wir dann ein bisschen verzwirbeln so. Dann schaut das doch gut aus. Kleines Blättchen noch oben drauf, wenn es hält. Voila! Dann probieren wir das Ganze auch mal. Jetzt kann man natürlich noch Salz und Pfeffer nachwürzen, wie man möchte, aber es sollte eigentlich schon ganz gut schmecken. Richtig gute Pasta. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Ich nenne es jetzt einfach mal Knoblauch-Käse-Pasta. Richtig gut, richtig einfach. Ihr habt den wirklich watschen einfach. Ist auch ganz schnell gemacht und gut für den Hunger. Also kocht es nach, wenn ihr wollt oder Hilfe braucht, schreibt es mich an und dann werde ich euch zurückschreiben. Ciao, servus.